Größe auswärtigen. Einen Splitter haben wir, einen brauchen wir noch. Hoffentlich läuft es in Ägypten etwas besser. In der Tat. Es macht mir immer noch zu schaffen, dass wir in Atumas Falle getappt sind. Nochmal lasse ich mich nicht reinlegen. In deiner Nähe findet ein Verbrechen statt. Kannst du es sehen? Los, erteil den Typen eine Lektion. Mensch, warum hat mir keiner gesagt, dass wir über Nacht eine Einschienenbahn bekommen? Seid gegrüßt, Reisende. Ihr scheint auf wichtiger Mission unterwegs zu sein. Sagt, was bringt euch in diese Gegend? Wir suchen einen sehr wichtigen kristallartigen Gegenstand und glauben, ihn hier zu finden. Ist dir zufällig etwas derartiges begegnet? Ich glaube, ihr meint den Nexus-Splitter. Aber wenn die Legenden über seine Macht wahr sind, kann ich ihn nur jemandem überlassen, der sich als würdig erweist. Ich verstehe. Und wie sollen wir das machen? Durch das Bestehen von drei Prüfungen. Schließt ihr die einzelnen Herausforderungen erfolgreich ab, überlasse ich euch den Nexus-Splitter. In Ordnung, wenn es sein muss. Wunderbar. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid. Seid ihr bereit für eure erste Prüfung? Bei der ersten Prüfung geht es um Geschwindigkeit. Um diese Prüfung zu bestehen, müsst ihr so schnell all diese Tore durchqueren, dass ihr eine Goldmedaille gewinnt. Aber ihr dürft nur eine bestimmte Art von Fortbewegungsmittel einsetzen. Fliegen ist verboten. Sehr gut, das Starttor ist da drüben. Denkt daran, dass ihr nur bei Gewinn der Goldmedaille die Prüfung besteht. Wie gefällt euch das Ross, das ich wählte? Wer das steuern kann, ist auf gutem Wege, die Prüfung zu bestehen. Haben wir wirklich Zeit für sowas? Komm schon, das könnte lustig werden. In was bin ich da nur wieder reingeraten? Eine wirklich beeindruckende Geschwindigkeit. Gut gemacht. Die erste Prüfung ist ab. So, seid ihr bereit für die zweite Prüfung? Die zweite Prüfung erfordert Stärke. Der Nexus-Splitter ist eine Quelle großer Macht. Außerdem sehe ich mir gerne. Dann soll der Kampf beginnen. Denkt daran, das große Reich des alten Ägyptens übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden, die während der Prüfung entstehen. Also das ist ja mal eine Prüfung, mit der ich etwas anfangen kann. Wenn es um unsere Stärke geht, würde ich sie gerne beweisen. Deine Begeisterung gefällt mir. Tja, schön, dass er Spaß hat. Wenn die letzte Prüfung so einfach ist, gehört der Nexus-Splitter uns, bevor du mit langen Haaren hast du mir besser gefallen sagen kannst. Exzellent. Ihr habt... Die dritte Prüfung findet in diesem Grabmal statt. Wenn ihr euch gestärkt habt, geht hinein und erweist euch des Nexus-Splitters als würdig. Fast geschafft. Nur noch eine Prüfung, dann haben wir den Nexus-Splitter im Sack. Ha! Dies ist die einzig wichtige Nachrichtensendung, denn es ist die letzte in Manhattan.
King! Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass Thor einen Nexus-Splitter im altägyptischen Bereich von Chronopolis sucht. Scheinbar hat der Pharao dort nichts für King übrig und lässt unsere Helden in die Grabstätte, in der ein Fragment ist. Für diejenigen von euch, die hinterm Mond gelebt haben, die zusammengesetzten Nexus-Splitter werden im Kampf gegen King hilfreich sein. Dieser Pharao scheint ein netter Typ zu sein. Ich habe eine gute Menschenkenntnis. Ich denke also, unsere Helden werden diesmal keine Probleme haben. Wartet! Ihr auch? What? Ich fürchte, ihr seid in dieselbe Falle getappt wie wir. Ich, Horus, betrat die Pyramide, um eine Störung der Grabstätte zu untersuchen. Aber ich komme nicht weiter. Netter Hut. Es gibt keinen Zugang zu den tieferen Ebenen. Hulk nicht aufgeben. Hulk machen Zugang. Hulk! Alle wohl auf! Hier drin, Captain! Ja. Ich lebe! Alles klar! Dann müssen wir eben getrennt weitermachen. Lasst uns den Splitter finden! Danke für eure Hilfe, Avengers. Mit eurer Hilfe ist es vielleicht möglich, aus dem verfluchten Grabmal zu fliehen. Hey, schon in Ordnung. Kennen wir uns? Das ist Horus. Er ist sozusagen ein hohes Tier in der Realität, aus der er stammt. Der Doktor hat mir von eurem Kampf gegen King erzählt. Ich möchte euch wirklich gerne helfen. Schön, dich in unserem Team zu haben, Horus. Ich brauche Hilfe! Superhilfe! Symbole an der Wand. Glaubst du, die könnten unser Weg nach draußen sein? Ja, das glaube ich. Meine Magie ist an diesem Ort begrenzt, aber vielleicht kann ich helfen. Ja.
eine Wand. Wir sind immer noch gefangen? Nicht unbedingt. Diese Wand ist anders. Ich glaube, meine Magie greift hier. Gut gemacht, Doc. Und weiter. Wo gehen wir jetzt hin? Carol? Bist du das? Steve, wir kommen nicht weiter. Seht ihr auf eurer Seite einen Schalter oder etwas in der Art? Vielleicht. Warte mal. Anscheinend war vor uns schon jemand hier und wollte schnell verschwinden. Halt! Nicht mag diesen Ort. Geht mir genauso, Großer. Sehen wir uns um. Hiermit könnten wir vielleicht etwas Nützliches zutage fördern. Das war etwas lauter als erwartet. Das muss am Echo hier drin liegen. Pass gut auf, wo du hintrittst. Ich glaube, wir bekommen Gesellschaft, Hulk. Thank you.
das irgendwas gebracht? Ja, hat es. Danke. Das hat geklappt. Offenbar haben die Dinge, die ihr auf eurer Seite macht, Einfluss auf uns. Ich glaube, das stimmt. Aber seid vorsichtig. Da sind überall Fallen. Was du nicht sagst. Thank you.
Vorsicht vor dem Treibsand, Dr. Banner. Doktor! Oh, Hulk. Ich meine Hulk. Warum lande ich nur immer wieder in der Danke für die Hilfe! Aber gerne doch! Holt mich hier raus! Lande ich nur immer wieder in der Scheiße. Hey, schön euch wiederzusehen. Gleichfalls. Und jetzt nichts wie weg hier. Die letzte? Aber wenn dieser Splitter entfernt wird, lässt die Energieschwankung den leichenhaften Bewohner erwachen, welcher nach Äonen der Gefangenschaft Vergeltung üben wird. An der ersten armen Seele, die er sieht. Und meine lieben Gefährten, das werde ganz bestimmt nicht ich sein. Loki, dafür wirst du bezahlen! Im Gegenteil, verehrter Bruder. Du bist es, der bezahlen wird. Für mich. Steckt fest! Nicht bewegen, das ist Treibsand! Ich mach das schon! Kümmert ihr euch um das da! Die lebende Mumie erhebt sich! Wohl mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ich hätte erwartet, dass er nach so einem langen Nickerchen bester Laune ist. Glaub mir, das ist nicht so spaßig, wie es klingt. Jetzt bekommt ihr eine Kostprobe! Bulbapfer! Was macht ihr denn mit dieser Kugel? Sie beschützt ihn. Wir können nicht angreifen, wenn sie aktiviert ist. Ah!
jetzt werde ich es dir mit gleicher Münze heimzahlen. Münze? Hast recht, gib ihm was. Er trägt ja nichts als Stofffetzen am Leib. Das ist vielleicht unsere Chance. Macht euch bereit! Nein! Nein! Ihr seid hier nicht willkommen! Die ersten Worte, die er murmelt, hätten wirklich etwas erfreulicher sein können. Zurückzuverwandeln. Dann können wir vielleicht mit ihm verhandeln? Das glaube ich nicht. Vor allem nicht, wenn er uns vorher erledigt. Komm her zu Aber wie? Hulk Smash! Nun, Täuscher, wirst du alles wiederherstellen, was du entweiht hast. Ihr unverschämten Narren! Ihr habt Loki nicht zum letzten Mal gesehen. Ich werde... Ja, ich mach ja schon, ich mach ja! Ah! Hör auf, mich zu peitschen! Kleines Scharmützel? Was sage ich immer, wenn du meine Strategien nachvollziehen willst? Es tut mir leid, eure Kängestät. Ich bin einfach so fasziniert von eurer Genialität. Sie versuchen offensichtlich, den Nexus wiederherzustellen. Aber zu welchem Zweck? Ravonna? Danza Cosmo? Dame, Cosmo, Dame! Gerne! Jederzeit, klar? Ja. Und das war erstes Mal, dass Cosmo guter Hund war. Aha. Guter, braver Hund. Wow, das ist faszinierend, Cosmo.
Ich muss mal beim Team nachfragen, ob es schon was Neues gibt. Könntest du mir das Ladungsverzeichnis von Nowhere schicken? Kein Problem! Wir werden es haben, bevor das Portal sie aufhat! Cosmo erzählt von Mann mit Stöckchen! Aber er wirft Stöckchen nicht. Mann, der Hund kann ja sprechen! Hey, Vorsicht! Tut mir leid. Als Yellow Jacket hast du mir besser gefallen. Ich bin echt urlaubsreif. Gut, einen Nexusplitter haben wir im Sack. Auf zum nächsten. Nueva York, wie? Auch bekannt als das andere New York in Kangs verrücktem Königreich. Wasp, hörst du mit? Ich höre dich, Spidey. Laut Heimdall befindet sich der Splitter innerhalb des Alchemax-Gebäudes. Du weißt schon, das ist das Haus, das aussieht, als hätte eine Softeismaschine es errichtet.